Und willkommen zurück zu Resident Evil 7 Biohazard. So, wir haben jetzt hier den komischen Verbrennungsraum mal durchsucht. Und da müssen wir irgendwie einen Schlüssel finden. Den schauen wir mal, ob wir den jetzt finden. Von da sind wir gekommen, oder? Yep, genau. Okay, dann gehen wir hier weiter. Wir mal jetzt. Lassen uns jetzt mal in Ruhe mit. Von der anderen Seite verschlossen. Ist es die eine Tür da vielleicht? Gehen wir da mal rein. Okay. Da will ich jetzt noch nicht rein. Schauen wir erstmal, was hier ist. Okay, wir gehen jetzt doch erst hier rein, weil das ein ziemlich großer Raum ist. Nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. Wahrscheinlich werden es gleich wieder so komische schwarze Viecher kommen. Boah. Boah, was ist denn das gewesen? Oh, wie braucht denn der? Das war ja wieder klar. Alter, lass mich los! Meine Fresse! Mein Gott, na. Mit nur einem neuen Schuss? Ich habe keinen Plan, wie ich das machen soll. Ich habe nur noch zwei Schuss, Leute. Kann ich hier nicht irgendwas kombinieren? Okay. What? Mistvieh. Alter. Mach ich denn? Mach ich denn, Kruzifix?
Ey. Meinen ganzen Dinger weggeballert. Ja, hilft nicht. Boah, da ist ja noch einer. Sehr schön. Keine Munition mehr, kein Heilmittel mehr. Mann. Hier komme ich auch nicht rein. Scheiße. Okay, ist ein Shortcut gewesen. Kraut, okay. Da ist doch schon mal was. Wenigstens ein bisschen Munition. Skorpionschlüssel. Schauen wir aber erst noch mal weiter. Schatzfoto. Ah, am Kamin. Okay. Da sind wir vorher hergekommen. Dietrich. Out. Was? Achso, so ein Schlangenschlüssel oder was?
Okay, da braucht man nicht mehr. Die war verschlossen, gell? Die war noch nicht entriegelt. Okay. Dann gehen wir hier durch. Wow! Nein, Gott, stirb doch. Mistvieh. Okay, hier hoch. Und würde sagen, wir gehen speichern. Speichern, Leute. So, jetzt können wir eigentlich das öffnen. Wir haben den Dietrich bekommen. Schatzfoto anschauen. Okay. Oh, wir sind schon wieder fast tot, ey. Nervt das. Was haben wir denn da? Flüssige Chemikalien, Schießpulver, können wir uns doch Munition machen? Nehmen wir uns nochmal eine flüssige Chemikalie und machen uns nochmal Munition. So, die tun wir jetzt aber weg. Okay. Tun wir auch mal weg. Okay. Dann würde ich sagen, speichern wir ab. Machen aber einen neuen Speicherstand, weil ich jetzt ganz schön viel verballert habe. Oder speichern wir mal hier ab. Überspeichern wir das mal. So, wir haben einen Skorpionschlüssel jetzt. Das heißt, wir gehen jetzt hoch in den einen Raum da. Aber da habe ich eine Schrotflinte gesehen. Vielleicht kann man die austauschen. Platz haben wir genug. Was ist das hier? Den blauen Hundekopf. Den könnten wir auch gleich reinsetzen, wenn wir dann da in der Lobby sind. Das wird mich ja fast nur mein Ding nehmen, gell? Ach komm, wir nehmen die jetzt nochmal. Wieder voll. Ich habe jetzt null Heilung mehr. Ich habe keine Heilung mehr, Leute. Aber ist egal, es hilft jetzt nicht. Wir müssen jetzt doch trotzdem irgendwie durchkommen. Nachgeladen haben wir. Wir sind voll. Hier unten war ja jetzt nichts mehr, glaube ich, ne? Dietrich haben wir jetzt benutzt, okay. Oh mein Gott. Skorpionschlüssel. Okay. Yeah, baby. Okay, wir sind jetzt in der großen Halle. Wahrscheinlich der Irre hier irgendwo rumrennt. Was überlegen, wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Oh, ich hab's genau gewusst. Ich hasse das. Ich weiß nicht, ob der hier reinkommt.
Wir müssen hoch, gell? Hoch müssen wir. Kein Weg hier raus, weißt du? Komm raus, wo auch immer du bist! Jetzt schon hier in dem Raum. So, hier haben wir jetzt den Geheimding gefunden. Wo ist der Kamin? Der war doch hier irgendwo, oder? Da ist der Kamin. Steroide. Was ist das? Stärken die Muskelkraft enorm und erhöhen die maximale Gesundheit, wirken dauerhaft. Nehmen wir das einfach mal, oder? Weg benutzen. Okay, ich hoffe jetzt maximale Gesundheit erhöht. Okay. Da ist ein Rabe. Den werden wir jetzt wahrscheinlich nicht aufkriegen, gell? Wir müssen einfach mit dem Schlüssel mal. Ne, okay, passt nicht, war mir klar. So, okay. Da war doch der Weg. Hier war der Weg zurück zu dem komischen, wo wir da hinten das mit dem Gemälde aufgemacht haben. Wir müssen aber hoch. Ich weiß nicht, wo der jetzt rumkriecht. Nein, nervt es. Sagt man so schön. Einmal Familie, immer Familie. Mann, Mann, Mann. Ich will jetzt eigentlich da mal keine Munition verbrauchen, wenn es geht. Musste irgendwie vorbeischleichen an dem. Okay, das schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an, wie wir jetzt das Problem jetzt hier mit dem Idioten da lösen. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen oder auch über ein Like. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.